So Leute, servus, herzlich willkommen zurück zu Rant. Wir spielen wieder auf dem neuen Server. Werden jetzt, weil es jetzt ein bisschen spannender ist als nur Pflanzen farmen, wir upgraden gerade für die Waffen und für die Rüstung. Am Anfang ein bisschen zart, man hilft, indem man selber farmt. Ich habe jetzt aber Mauern aufgebaut etc. Wir tun jetzt, wir bauen jetzt einmal den Construction Hammer. Der ist noch wichtig, den farmen wir jetzt. Gleichzeitig handeln wir ein bisschen und farmen uns ein bisschen Essen zusammen, bauen uns ein Ding auf und machen ein schönes Grillfest. Upgraded vom Ding her habe ich original den. Den habe ich gefunden, den hat irgendwer, weiß ich nicht, wo der den eigentlich her hat. Das frage ich mich nämlich manchmal wirklich, weil. Dum, 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 dum. Der Research Required Repeaters. Das ist noch nicht erforscht. Wo der den her hat, weiß nicht, es dürfte ein Special sein. Vielleicht, ich habe das noch nicht rausgekriegt. Vielleicht. Ja, vielleicht ist der wirklich einfach nur beim Craften da rausgekommen und hat ein Ding. Weil das ist ja jedes Mal ein bisschen ein Glücksding. Vermute ich mal, wird so sein. Wir starten. Beginnen mal mit. Wir suchen Dross Metal, das ist am weitesten weg. Das Branch-Zeug, da kriegst du überall her. Ich habe so eine kleine Box da hergestellt, das ist die dicke Bertha, die lasse ich mal in Frieden. Die mag ich nicht. Jetzt sollen wir mal unseren neuen Repeater testen. Schießen wir einmal, dass er herschaut. Und dann Vollgas. Tada! Wow! Cool, der greift auch an. Nett von ihm. So, das dürfte mal genug Essen geben. Jetzt wollen wir mal Leder holen. Dann noch ein bisschen futtern. Was kriegen wir da? Irgendwie, irgendwo. Ah ja, jetzt. Ein bisschen Leder noch dazu, wenn es geht. So. So, wir sind verwundet. Werden wir gleich mal erledigen. Dann. Next. Lagerfeuer basteln, Flint und Rockwood. Okay, kriegen wir hin. Rockwood. Na. Rechtskick. Aber ich schon. Ich will nicht zu viel mitnehmen, weil ich bin ja noch ein bisschen weiter unterwegs jetzt. Also. Hätte ich gern, damit ich da nicht jetzt zu schwer werde. Reicht, glaube ich. Ja, so. Machen wir sich mal Futter. Weil wir haben sonst ja Heiltränke, kann man mit. So. Dieses Blinken, was da manchmal kommt, wenn ich laufe, das ist ein Skill. Zeige ich euch gleich. Ich habe das jetzt ja. Mach mal. Essen rein. Salz habe ich auch zwei. Sehr gut. Das passt ja insofern. Das ist ein Skill. Den habe ich. Ich bin natürlich wieder Warlord und Pathfinder. Pathfinder, weil ich gemerkt habe, im späteren Ding ist das mit dem Cold Heat Resist extrem wichtig. Da stirbst du so schnell weg und ich denke, das schadet auf keinen Fall. Da ist das ja. Das Laufen ist gleich auch vom Pathfinder gewesen. Da. Weil ich erhöht den Laufspeed und wenn ich mehr als 5 Sekunden renne, kriege ich nochmal 2% pro Rang Laufspeed drauf, bis ich stehen bleibe. Das ist dann dieses komische Leuchten hinter mir immer. Ja, das schmeißt man da auch rein. Seht, Triple Fiber gefarmt. Darts habe ich einige mit, aber die gehen weg wie warme Semmeln. Das ist ein Wahnsinn. Komplett schnell. Habe ich aber nicht auf die Uhr geschaut. Ja. Part wird nicht so unendlich lang sein, gleich dass alles aus ist. So. Zap. Craften wir auch. Und dann schauen wir mal. Das glaube ich ihm jetzt nicht, was da steht. Zeige ich jetzt einfach mal.
Aus genau dem Grund, ja, weil ich da was habe. Also Rockwood Branch und die Dross Metal. Das Branch werden wir schon wo daher kriegen. Kann ich den da abstellen? Der nervt. Ich habe den nur crafted, damit ich ihn crafted habe. Also so prinzipiell mal so eine Prinzipsache. Laufen wir mal. Ist im Wald vielleicht jetzt wieder ein bisschen blöd reinzulaufen. Aber ich war ja noch bis jetzt nicht dafür bekannt, immer das Glückste zu machen, was möglich ist. Schauen wir mal. Da war manchmal schon so ein Steinchen, oder vielleicht spare ich mal den Weg im Wald rein. Ich habe noch nicht versucht, einen Wolf zu erlegen. Gebe ich jetzt einfach mal zu. Ich kann da auch nicht sagen, ob das mit einem 9er Wolf jetzt so gut ist, wenn ich den angreife. Also versuche ich mal ihn zum Laufen. Und wahrscheinlich dem nächsten in die Arme. Ja, wie erwähnt. Okay, der hat mich gefunden. War klar, dass mir jetzt die Stamina ausgeht. Boah, der tut weh. Boah, der killt mich. Hui. Oh oh. Nein, 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 nicht. Nicht sterben. Boah. Okay, ich bin das noch von dem anderen gewohnt. Sag ich mal, dass ich da nicht so viel Damage reinkriege wie mit diesem, sag ich jetzt mal, Grindgear. So, mal erledigt. Okay. Probieren wir es mit dem Branch zuerst da. Das Rockwood-Zeug da. Das Problem ist, dass da überall so Wölfe rumhängen. Sei jetzt wenig bedacht, dass ich da nicht reinrennen sollte, wenn es gerade finster wird. Ist irgendwas Hammer? Na, warte mal. Mir gehen ja die Pfeile eh so extrem schnell aus da. So. Gut, das Branch kriegt man schon mit links und rechts Kick. Hört sich gar nicht mies an. Dann holt man sich. Gut, Darts. Mehr Darts. Ich habe nur einen Flint, das ist jetzt nicht wirklich viel. Und ein Stein. Da ist wieder der Wolf. Er mag mich ja nicht so wirklich, habe ich gesehen. Nope. Da sind auch zwei von denen. Schauen wir mal, was da oben ausschaut. Heilen geht eh, aber ich krieg zu viel Damage rein von denen. Wie gesagt, das Heilen selbst ist nicht das Problem. Steinchen. Das sind schon diese grindigen Flugviecher. Die werden mich jetzt wahrscheinlich killen, wenn ich jetzt so da reinrenne. Ich kann einmal drauf schießen und schauen, was passiert. So. So, das sollte mal reichen. Für ein paar halt mal. Da. Skilled Crude Stone Darts. Nehmen wir das mal. Das ist wieder so ein Prinzip. Zuerst die anderen alle verballern wieder. Bevor wir im Endeffekt die besseren nehmen. Dann habe ich ja noch ein paar. Diese
Flugviecher sind jetzt sehr nervend gerade. So. Ja, also so Weltschaden macht das gerade nicht. Bam, Level up. Holen wir sich noch einen Trinken, aber man kann die Pfeile relativ schnell verschießen damit. Au. Da ist auch nicht geschossen. Was ist denn so ein Ferner? Der mag mich, glaube ich, nicht, kann das sein? Nur das ist mir egal. Kriegt extrem viel Abzug. Für die, von der Faction Rap. Es gibt ja auch den dieses Outcast-System da jetzt, also soll er machen, wenn er meint. Wir brauchen jedenfalls eine Dross Metal. Farmen noch ein bisschen rum. Ich mag das Ding nicht, wenn es wegrennt. Lass ihn rennen. Nervt mich nämlich, dem nachlaufen zu müssen. Da gibt es welche, die greifen so schön an. Das geht so viel schneller. Himmel schaut leider aus immer. So, holen wir sich noch geschwind ein paar Flint. Ich hätte immer was grunzen. So. Ja, das ist blöd. Ich werde hier einen Cut machen. Und wenn es hell ist, dann werde ich ein bisschen farmen. Wenn es hell ist, dann wieder weitermachen. Also bis gleich. Und da sind wir wieder. Jetzt ist Tag. Das ist schon mal wesentlich freundlicher, wenn man da reingeht. Man sieht auch mehr. Ich habe derzeit natürlich nichts gemacht, also ein paar Pfeile gefarmt. Und sonst auch halt Kleinigkeiten. Trinken, essen, das ist das Übliche, was man halt braucht. Ich werde das jetzt nochmal probieren mit dem Wolf. Ob mich der gleich tötet, Halbert. Man kann den manchmal auch ausweichen. Schauen wir mal. Genau das meine ich. Mit dem seitlichen Strafen, wenn er herhüpft, kommt man eigentlich weg von ihm. Nur wenn er beißt, geht das nicht. Aber wenn er so zum Sprung ansetzt, kommt man eigentlich weg. War jetzt zwar nicht das Leichteste, was passieren hätte können gerade, aber ein paar Heiltränke. Aber ich sag mal, für das eine Dross Metal wird es jetzt reichen, wenn man die so weit platt machen kann. Das war ein Level 6 Wolf. Wenn ich das nicht die Mordsmörderviecher mir begegnen auf dem Weg darauf, dann schauen wir mal. Aber diese Flugscheißwürmer, diese Flugwürmchen sind weg. Das ist schon mal was. Man kriegt sicher auch woanders da irgendwo Dross Metal zusammen, sei ich ehrlich. Aber ich weiß, dass da am Berg hierbei, immer bei dem, wenn man darauf rennt, da irgendwo Erzvorkommen rumhängen und am Berg entlang strafen, da hilft uns jetzt gerade nichts, wollte ich gerade sagen, geht normalerweise. Und da natürlich, jetzt, wenn ich sage, kommt ein Wolf, Level 8. Den würde man wahrscheinlich noch backen. Mag ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht unbedingt versuchen und dann da verwecken. Das ist nämlich dann wieder so ein toller Vorzeigeeffekt. Wird uns aber nicht viel überbleiben.
der Part beschäftigt sich ja eh auch mit Hunting und dem Construction Hammer. Ich werde den Hunting probieren dann, aber ich will zuerst den Construction Hammer fertig haben. Das heißt, ich muss genau dahin, wo der lustige Wolf rumrennt, das war ja klar. Da ist auch einer. Okay, probieren wir es mal. Kann man darauf irgendwie? Geh, okay, komm, so steil ist das jetzt auch nicht. Stell dich nicht so auf. Ja, sag ich ja. Ha, Erze. So, können wir das mal austesten mit der Picke. Rechtsklick, Thrust Metal. Hammercraften. Das Gute ist, den kann man nicht mehr verlieren, somit ist es jetzt Blunzen, was passiert. Na bitte. Geht doch. Wir haben einen Construction Hammer. Ja, ich könnte jetzt noch was mitnehmen. Ein bisschen Thrust Metal zumindest mal. Aber ihr seht es links unten, das füllt das Ganze extrem an. Also, ja, da bin ich so schnell voll. Wir werden ein bisschen jagen probieren. Viel sterben können wir jetzt eh nicht mehr. Das ist nicht mehr ein Bug. Könnten es auch mal beheben. Problem hat sich erledigt, ob ich ihn umgehe oder nicht. Strafen. Immer schön strafen seitlich. Und ein bisschen auf Abstand bleiben und er liegt. Null Damage. Ja, kann sich sehen lassen. Was nimmt man von dem mit? Ja, Sparks, Adventuring Sparks gibt es auch dafür. Sehr gut. Na, hand man noch ein bisschen. Wenn wir nicht ganz unnötig jetzt daherkommen sind. Haben wir noch den Wolf von vorher, da war auch irgendwo einer. Oh, da. Hand man den noch. Für, schauen wir mal. 7. Boink. Also manchmal verstehe ich nicht, warum es wegrennen. Das sind so Aggro-Viecher und dann, jetzt geht er. Jetzt hat er keine Lust mehr. Hm. Vielleicht bin ich so furchteinflößend. Glaube ich aber eher nicht. Schön wär's. Ist aber glaube ich nicht so. Übrigens habe ich Fiber hergestellt vorher beim Laufen. Ich glaube aber in der Adventuring-Hütte drinnen kriegst du wesentlich mehr raus. Das muss ich mal, schaue ich mal gleich an. Werden wir gleich testen. Boink. Na wenigstens, der mag mich. Hallo. Hä? Was ist denn los mit euch? Geh mal am Sack, verschießt da alle Pfeile. Dann verpissen sich die einfach. Achso. Er kann den Stein zerheulen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Wolf kann einen Stein zerheulen. Ja, gut. Deep Wounds. Verband rein. Erledigt. Mitnehmen. Also, das ist mal echt. Also, er heult und der Stein zerbricht. Okay. Soll so sein. Die Viecher sind cool. Boing und weg. So, ich renne jetzt glaube ich nämlich wieder mal in die falsche Richtung mit meinem Baum. Ja, das verirrt sich. Ich verirr mich da manchmal immer. Also soweit schon gut. Aber wenn man da schaut, was da alles gibt, das ist eine Cave. War ja auch noch nie drin. Ich sag's euch, da gehe ich jetzt auch nicht rein. Ich habe nämlich keine Fackel mit. Was haben wir da? Also entweder hat mich das Erz jetzt angeschrien oder... Das müsste Kopper aus sein. Ist da oben einer oder? Wo bellt denn da einer? Mal ein bisschen Kopperohr halt mit, wird er nicht schaden. Sag mal, hockt der in der Höhle oder was ist mit dem? Jetzt wäre ich sonst eh zu schwer. Lassen wir mal. Ist der da drin oder wer schreit da? Ja, das ist wieder stockfinster.
Hey. Habe ich Angst davor? Auch wenn ich glaube, dass das im Endeffekt funktionieren könnte, weil die gehen ja meistens nicht aus der Höhle raus. Meistens backen sie im Eingang, aber es ist. Oh, falsche Richtung. Aber im Normalfall würden sie rauskommen, auf jeden Fall. Oh, Hirschi. Wow. Hohes Pet-Rating sogar. Relativ hoch, sagen wir mal. Ohne Taming-Bow und ohne Taming-Pfeile wird das aber nichts. Geschweige denn von dem komischen Ding, was man aufstellen muss. Ein Schamanending oder den Trank trauen, also brauen. Also eigentlich wird das so in jeglicher Hinsicht gerade nichts. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Okay, brauche ich nicht, weil ich komme nicht weg. Ah, keine Pfeile! Nein! Nicht schon wieder! Er hat eh hunderte von Pfeilen, ja? Boom. Trinken! Jawohl, der heult da hinten, das ist gut. Jetzt habe ich hunderte Pfeile gehabt, glaube ich, insgesamt. Sonst wieder alles leer. Das gibt's ja nicht. Also, könnt ihr euch schon merken, wenn es ihr. Oh, so hat es mal ausgeschaut. Schöner Baum. Und weg. Könnt sich merken, wenn es wirklich sowas vorhabt, dann mehr als 100 Pfeile oder 200, das ist ja Wahnsinn, was das frisst. Wir schauen noch geschwind nach, was braucht man noch? Crude Stone Daten, die zu machen muss ich sowieso. Das erste Skill, also können wir es herstellen. Flint, Rockwood, Fiber Twine brauchen wir. Nehmen wir das mit noch, wenn dann irgendwie schon alles abgefarmt hat. Nehmen wir noch ein bisschen Rockwood Sticks mit. So. Flint ist, glaube ich, zu Tonnen in der Base. Spielt, glaube ich, nicht wirklich eine Rolle. So. Fiber kann ich, glaube ich, herstellen. Das sollte ich eigentlich. Ja, noch mehr als genug haben. Und dann noch ein paar mit. Zack. Dann, sie sind auch nicht wirklich ergiebig, die Bäume da. Aber sie sind halt gerade in der Nähe. Die zwei nehmen wir noch. Mhm, schon mehr drin. Jetzt glaube ich, wird er schon langsamer. Jetzt noch ein paar Sachen mitnehmen. Ja. Ja, alles in allem ja erfolgreich. Wir haben Construction Hammer herbaut. Wir haben einige Tierchen erlegt und Leder bekommen. Jetzt haben wir noch ein bisschen was da in das Skill-Ding rein, wenn ich genug habe davon. Ich weiß es nicht. Machen wir mal. Machen wir das in Leder, geht eh nicht. Alternative Ammo ist fertig. Base Storage. Nehmen wir das. So. Crossbows kann man auch machen. Die Repeaters kann ich nichts machen. Kann ich wieder zwei Jahre lang ungefähr farmen gehen dafür. So, schauen wir mal. Ja, das gibt 10 mal Fiber Twine her aus 40, also 4 pro. Und bei mir 1. Ja, kommt im Gesamten aufs Gleiche. Craftet nur wesentlich schneller. Was muss man machen? Sind eh 200. Alle werde ich nicht wegcraften. Eventuell braucht man ja sonst noch irgendwas dafür. Das zerlegen wir mal, bevor es kaputt wird. So. Reicht mal 150. Dann haben wir da die als Ammo auch drin. Das sind die Darts. Machen wir mal. Na, da geht's da hinten. Das Gewicht geht auch runter. Wie schön. Das Thrust Metal ist so extrem schwer. Hm.
werde ich jetzt irgendwo ablegen dann. Ich sehe, Skilled in Crude Stone Dart, muss ich erst machen. Noch immer, weil da steht dann unten missing Resources, wenn es wirklich fertig ist alles. Okay, legen wir das noch ab. Und beenden den Part. Gut, dann. So, sehr gut. Sehen wir sich beim nächsten Mal. Ich überlege mir, was wir dann machen. Und wenn es euch gefallen hat, Part bewerten bitte. Und wir sehen uns. Ciao!